Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Wie ich schon mal in der letzten Folge angekündigt habe, sind diese Folgen jetzt wieder uncut. Aus dem Grund einfach, weil ich finde, dass diese Serie einfach nicht für Cutted passt. Außer du hast einen talentierten Cutter und ich kann 5 Stunden aufnehmen und der Cutter da draußen eine Stunde oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen, dass es dann geht. Aber ich finde, es passiert viel zu viel in dieser Serie, als dass ich das cutten kann. Ich weiß, ich habe mir zwar noch ein paar Folgen erst, aber die paar Folgen haben mir gezeigt, entweder bin ich zu blöd dafür oder ist es einfach zu viel Content. Ich würde es auf jeden Fall gerne in Zukunft wieder probieren, bei sowas wie DayZ oder sowas, wo du halt echt Stunden unterwegs bist. Aber man hat es gleich in der letzten Folge auch gemerkt, wo wir dann überfallen wurden und alles drum und dran. Da passiert sehr, sehr viel in kurzer Zeit. Und das zu cutten, gleich macht es eher unangenehm am Ende. Auf jeden Fall, ja, wir wurden in der letzten Folge überfallen, ja. Deswegen müssen wir uns gerade wieder herrichten. Wir haben unseren Bauernhof, der jetzt doch in Akkordarbeit schon mittlerweile arbeiten kann. Was ich ziemlich, ziemlich schön finde. Denn in 40 Tagen oder 50 Tagen kriegen wir schon die Arbeitsbereichsleer. Oh ja. Ist jetzt die Saison schon vorbei, oder was? Willst du mich verarschen? Nee. Bitte nicht. Das wäre absolute Katastrophe. So, ich werde jetzt aber gleich mal hier noch... So. Und hier neue Wohnhäuser errichten. So, warte mal. Die sollen halt mehr Nahrung produzieren, deswegen sollen die auch mehr Fläche kriegen insgesamt. So, jetzt haben die Leute nicht weniger zu tun. Dann hätten wir jetzt wieder 2 Familien, die für uns anfangen können. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder alles langsam wird. Wir haben jetzt schon August. 15 Tage noch, aber dann ist der Weizen schon fertig. 14 Tage, dann ist der Flachs fertig und in 13 Tagen ist... Oh, wird alles doch relativ eng. So. Ich versuche das jetzt so ein bisschen organisch zu wirken zu lassen. Ich weiß nicht, wie gut ich das hinkriege, wir werden sehen. Aber ich will halt schauen, wenig gerade Straßen. Wenig Stadtbau-Style. In 4 Tagen ist der Flachs fertig? Das kannst du keinem erzählen, dass der so schnell geht. Hä? Ein Tag. Ertrag 4. Ertrag 5? Du kannst mir nicht erzählen, dass der Ertrag hier draußen nur 5 ist. Also ich hoffe doch, dass es mal wirklich mehr ist wie nur 5. Mähen geht wieder sehr, sehr schnell. Das ist wieder schön zu sehen. So. Ich hoffe, dass da echt viel rauskommt. Aber wenn nicht, haben wir ein Problem. Das kann nicht nur 5 Weizen. Was ist das denn? Mein Spiel ist verbuggt. Das gibt's doch gar nicht. Ertrag 0? Hä? Ich habe ja nicht mehr frühes Ernten aufgetragen.
Was? Eine neue Familie ist zugezogen. Super. Neue Familien sind nicht schlecht, weil jetzt kann ich zum Beispiel auch ihm hier... Ah, ne, dem Viehhändler hier unten wieder einen zuweisen und Handel sagen und sagen, ich hätte gerne aktueller Überschuss. Ich hätte gern 10 davon. Dann sollte er sich darum, hoffentlich darum kümmern. Einen schließen wir hier noch an. Alter, warum steht klauen die schon Kräuter? Also, es ist 13 Weizen? Von den Feldern hätte ich 100 erwartet. What? Ja, ich war. Ihr müsst es mir nicht sagen. Ich verstehe auch nicht, warum diese ganzen... Irgendwas mache ich falsch oder habe ich was verbuggt? Irgendwas passt hier doch nicht. Ich weiß, die Felder sind nicht optimal platziert, aber warum bleibt es zum Beispiel so lange hängen, bis die hier drin irgendwann arbeiten anfangen? Müssen dafür die Bauern erst fertig sein? Ich check's nicht. Ja, und jetzt war natter Winter auch noch. Ich sehe schon die ersten Bevölkerungsleute, die jetzt sterben. Eier. Du auch bitte Eier. Ja, I know. Ich hätte gerne die zwei Familien noch im Bauernhof drin. Ich check's nicht. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Jetzt hungern langsam alle, dann sterben wir alle aus. Hä? Das ist mir davor noch nie passiert, dass das so schief läuft. Aber die machen... Also erstens, meine Nahrung geht gefühlt nie leer. Wie soll das gehen? So, jetzt habt ihr die Felder fertig. Jetzt könnt ihr die anderen ernten, oder? Erntet ihr jetzt? Warum haben sie die Felder geerntet? Warum haben die geerntet? Die waren ja nicht mal fertig. Also, wenn ich denen jetzt hier noch ein Feld beauftrage, damit wir genug zu tun haben über den Sommer. Und sag, wir machen jetzt hier noch ein Feld, das geht von hier. Sagt, das kriegt auch hoch, weil das kriegt auch Weizen. Dann laufen es gleich wie die Herrscher wieder los. Ertrag 15, Ertrag 55. Jetzt wird es auch realistischer, Jungs. Ach, hier. Hunger, 2 now. I know. Ich weiß doch auch nicht, was ich tun soll. Also ich könnte höchstens kurz im Händler hier sagen, schau mal. Wartet, Handel. 12 zum Import. Import. Import, ich hätte gerne immer 20 oder sowas.
Das ist jetzt allein 120, die ich hier zahlen muss dann. Aber wenn ich damit irgendwie mein Dorf um die Ecken kriege, dann wäre das schon mal positiv. Das war jetzt schon wieder der ganze Weizen. Ach so, warte mal. Die nehmen das, müssen das dann im Bauernhof weiterverarbeiten. Ach, die machen jetzt auch gar nichts mehr. Okay. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Das machen sie jetzt nicht mehr. Komm. Brot, wir brauchen dringend Brot. Nahrung fürs Volk, Tod durch Verhungerung. Oh Gott, jetzt geht das los. Ich habe mir echt ein Grab geschaufelt. Ich habe mir voll das Grab geschaufelt. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht doch die Lämmer irgendwie was kriege, aber... Jetzt habe ich 8. Bringen sie trotzdem nichts. Also der Angriff hat mich echt fertig gemacht. Kann jetzt irgendjemand bitte? Gut, wir haben jetzt für teuer Geld Weizen gekauft. Nicht viel, aber etwas. Die tragen heute auch noch einzeln daher. So, mal. Ich muss das nicht verstehen, oder? Also die machen da draußen jetzt Korn. Das Korn wird jetzt weitergebracht. Vorteil ist, es ist der... es sieht so gar nicht... Es können nicht mehr so viel hungern, weil wir haben nicht mal mehr so viele Leute. Also mal ehrlich, wie viel? Jagdlimit 0. Es wurde nichts eingelagert. Jagt ihr auch? Transportiert Brennholz. Ihr seid nicht für Brennholz zuständig, ihr seid blöd. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie viel bringen Bögen? Ich kann für 200 einen Exporthandel machen, wo NA dabei steht. Ich könnte Leder verkaufen, da steht aber auch NA dabei. Was ist, wenn ich jetzt Kriegsbögen verkaufe? Handelsroute einrichten. Dafür kriege ich 5, okay. Ich hätte gerne einen Export. Und ich hätte einen gewünschten Überschuss von 100. Ja, das passt mir so, 100. Oder machen wir 80, ich brauche 60 aktuell, 80. Haben sie genug zum Exportieren und können 100 exportieren und davon kriegen wir hoffentlich 500 Gold. Damit können wir uns wieder Weizen kaufen, dass wir zu Brot verarbeiten können. Und dann sollte ich... sie hungern trotzdem. Wie lange braucht das noch? 200. Also dafür, dass hier so wenig Ertrag rauskommt aus diesem ganzen Zeug. Lecco mio. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Es hungern so viele. Das war eigentlich nicht mein Plan, aber okay. Ja, I know.
Mein Anspruch sinkt sogar. Ist dir das mal aufgefallen? Aber die machen nichts. Die haben auch ein Jagdlimit von 10 immer noch. 0. Null. Jagd doch einfach. Warum machen denn die nichts? Beziehungsweise wo jagen die? Hier ist das angebliche Jagdgebiet. Üppiges Vorkommen. Die jagen aber irgendwo gefühlt immer hier hinten. Personen. Transportiert, transportiert. Warum jumpst du immer zurück? Hör auf jetzt. Hör auf! Erntet, transportiert, transportiert, transportiert. Erntet. Transportiert. Jagd. Wo, so, nein, ich wollte genau das sehen. Jagd, wo ist der? Wo zur Hölle jagst du? Guck mal, wo die jagen! Wär's denn nicht schlau, einen Jäger mitten im Dorf aufzustellen? Ich hätte gedacht, das üppige Vorkommen ist hier. Hä? Was machst du hier hinten? Du jagst. Ich brauche... So. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich platziere jetzt eine Jägerhütte hier. Der Viehhandelsposten ist mir wurscht. Der Handelsposten eventuell nicht, weil der könnte mich noch eventuell über die Runden retten. Aber der Jagdposten, den hätte ich gerne jetzt mal da. Aber wenn die hier nicht jagen, sondern da hinten, was bringt sich denn dann der Jäger da? Ich hätte gedacht, das Vorkommen ist da, wo das blöde Zeichen ist. Königliche Steuer erhöht. Hallo, habt ihr vollen Schaden jetzt? Erlass Steuergesetz. Leute, die sind jetzt schon stinkig, weil ich nicht genug Nahrung habe. Steuern. Kann ich auf Handelssteuer erhöhen? Ja. Nein, darf ich nicht. Aus irgendeinem Grund. Ich darf nur die normale Steuer erhöhen. Ich darf die anderen Steuern gar nicht manchmal. Ja, genau, und deswegen soll ich... Oh, ist das dumm. Oh. So, schön, ihr macht jetzt das Feld. Oder kann es sein, dass die so spät die Felder gemacht haben, dass deswegen der Ertrag nicht groß genug war? Vielleicht ist es auch schlauer, mehr kleine Felder zu machen, weil dann... müssen sie immer nur die kleinen Felder machen. Und ich kann jedes ein bisschen variieren. Ich habe schon wieder eine hungrige Person. So, jetzt schauen wir, jetzt werden die Bären wieder frei. Jetzt nehme ich hier ein Jägerfeld. Nehme das hier raus. Mir wurscht jetzt. Und setze alle möglichen, die ich habe, da rein. Und hier zwei rein. Ein Jagdlimit von 0. Ich bin gespannt, wo die jetzt jagen. Ganz ehrlich. So, jetzt einmal bitte hier. Genau, wir sind hier schon 31. 155 Tage noch angeblich. Oh, schau, jetzt können wir sogar... Ah, okay, jetzt können wir Geld, okay. Ertrag ist 22 wahrscheinlich, sagt es jetzt. Allein wenn es 30 Ertrag ist, ist es mir wurscht. Aber ich krieg mehr wieder vor. Das 10 war schon ein bisschen übel. Es ist Kräuter. Die Leute fressen keine Kräuter. Sie steht's. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so dumm. Es ist so dumm.
Aber das schaut wenigstens gut aus, weil dann da kriegen wir wenigstens was raus. Das sind jetzt allein schon 80. Vermehren die sich eigentlich auch? Esel, Ochsen, nein. Aber vermehren die sich? Wait, machen die Wolle? Oh lol. Aber guck mal, ich bin schon bei 42, also vielleicht kriege ich das sogar hin. Die Leute sind natürlich über die Besteuerung nicht ganz happy. Wie jetzt? Jetzt ist Brennstoff das Problem? Unbegrenzter Arbeitsbereich, Leute. Ja, da müsste vielleicht jemand mal vom Sammlerhaus. So, die haben doch gerade nichts zu tun, ne? Ich kann doch mal hier 4 ausstellen, oder? Fürs Erste. Und dann hier nochmal 2 einstellen. Ich weiß nicht, was ich dazu immer sagen soll. So, du machst auch Hühnchen. So, der Handel für Weizen. Kein Handel. Dann sollte das wieder auch steigen, das Reichsvermögen. Hofstätten Stufe 2 und höher brauche ich noch ein bisschen. Und dann kann ich wieder rummachen. Handel, Logistik. Ich will aber das hier eigentlich gerne haben. Oder das hier. Ha! Wäre beides gut. Das hier wäre für meine militärischen Probleme aktuell sehr, sehr schön. Aber das hier wäre allgemein für die Versorgung und Nahrung besser. Also ich habe jetzt circa ein Drittel davon. Sind immer noch 10. Schade. Ich hoffe immer, dass das mehr werden. Aber wenn alles gut läuft... Und sollten wir diesen Antrag bald erhalten. So. Also, Nahrung haben wir immer noch nicht. Ah, nee, das ist diesmal Brennstoff. Diesmal ist es Brennstoff. Ach, du Himmel, okay. Leute, haben wir noch Mehl auf Lager? Wir haben sogar noch Mehl auf Lager. Holy. Was hat uns jetzt Minus gebracht? Wir importieren doch nichts, oder? Bin ich gerade blöd? Tun wir doch irgendwo importieren. Hier haben wir keinen Import. Keinen Handel, kein Handel. Wir haben hier nur höchstens einen Export laufen. Und einen Waffenexport haben wir am Laufen. Also eigentlich müssten... Warum haben wir kein Geld mehr? Ich habe doch nur noch Importe. Oder war das noch das letzte Weizen, was ich sozusagen importiert habe? Ich bin froh zu sehen, dass wir ein bisschen Nahrung wieder auf Lager haben. Leck um mich. Muss halt echt schauen, dass man vielleicht den Sommer wirklich immer nutzt und genug Beeren sammelt. So. Wie läuft's bei euch? Ja, nein, nein, nein. Ich will den hier beim Jagen sehen. Warum darf ich den nicht beim Jagen sehen? Hier steht Jagd und ich kann den nicht angucken. Hä? Das Spiel ist teilweise echt weird. Ich werde eventuell die Besteuerung sogar nochmal ein bisschen erhöhen müssen. Fürs Erste. Zu
tut mir echt leid, aber fürs Erste. Du kriegst auch neue Dorfleute dazu. Wir erweitern mal fürs Erste den Bestand. Jetzt haben wir 5 Monate an Nahrung. Weil wir irgendwie 128 Bären haben. Ist die Saison wieder vorbei? Ich glaube. Ja, die Saison ist gleich wieder vorbei. Zwei kommen wieder zurück an euch. Da siehst du jede Person, die rumdüst. Und da geht das Ding auch nicht weg. Ich glaube, irgendwie die Jäger sind verbuggt. Na guck mal, hier kann ich rumscrollen, hier kann ich nichts machen. Passiert nichts. Wenn ich auf den Jäger gehe und sage Personen, dann jumpt das immer wieder zurück. Ach, schau mal, die jagt auch hier auf dem Feld. Das ist näher wie sonst wo. So, bald wird auch hier gesammelt. 18, 57. Ja, scheiße, wir sind schon fast durch. Hier ist lustiger so ein 0. Oder ist die Ernte schon fix? Frühzeitige Ernte erzwingen. Dann müssten die das doch jetzt ernten anfangen, oder? Mich würde interessieren, wie viel wir runter ernten. Ich glaube, hier ernten wir echt. Hier liegt auf jeden Fall viel Zeug. So, weil dann können die nämlich... Das läuft in 26 Tagen. So. Bedürfnisse nicht erfüllt. Ja, Leute... Versteht doch, das ist nicht immer so einfach. Wir versuchen unser Bestes. Können wir nicht einen Kühler auch machen? Machen wir einen Kühler hin. So. Wie viele Tage noch? 14, bis die geerntet werden. Ich überlege, ob wir noch schnell das Gerstenfeld dann machen. Es könnte auch was sein, wenn wir noch das Gerstenfeld schnell machen. Aber wenn es sagt, 14, jetzt sind es noch 7 Tage. Sie sollten genug Zeit haben, glaube ich. Weil letztes Mal haben sie es auch hingekriegt. Und diesmal haben sie schon ein Feld weniger vor sich, weil ich das eine schon gemacht habe. 3 Tage, 2 Tage, 2 Tage. Ah, wir sollten also gleich auf jeden Fall mal unsere... Schon wieder? Ah, da fängt der Erste schon an zu sammeln. Gleich müsste die Family aber willkommen, oder? Family, Farming-Zeit! Und wir sehen dann, wie hier schön die ganzen Sachen in der Mitte gesammelt werden. Ja, schön, jetzt geht's rund. Ah, die anderen sammeln gleich hier drüben und der andere sammelt vielleicht gleich hier hinten, genau. Schön. Das geht jetzt hier rund. Erntetag 28, ja schön. Das sollte uns hoffentlich einen Boost geben. Schlimm ist eigentlich zu sehen, dass wir mehr Nahrung mittlerweile haben wie Brennholz. Vielleicht muss ich auch nochmal hier wirklich eine Brennholzhütte erzeugen. So, die ersten Felder sind schon durch. So, geerntet wurde schon. Ich hoffe immer noch, dass die Lämmer mehr werden von selber. Wäre cool. Ich bin jetzt auch fast schon an der königlichen Steuer dran.
Wäre natürlich auch schön zu sehen, dass das funktioniert. Wie viel haben wir hier schon auf Lager? 3. Und wir haben Flachs auf Lager. Ah ne, die ernten erst alles. Okay. Also Ernten hat immer grundsätzlich eine höhere Priorität wie Nachpflanzen. Gut zu wissen. Es war irgendwie so eine kleine Sorge von... Nee, hä? Oder weil es jetzt regnet, müssen sie das ganz schnell einsammeln? Oh ja. Oh, wie böse. Oh, wie böse. Ach, das ist doch mies. Mehr Pech kann man doch nicht haben. Alter. Ich wundere mich schon, warum die auf einmal alle aufhören zu arbeiten. Ja, wenn es regnet. Arbeitsbereich ist leer. Erweitert. Guck mal. Du darfst jetzt alles mir meinetwegen hier füllen. Arbeitsbereich ist leer. Ah, das ist der Sammelhütte. Ja, aber du hast ja noch deinen ganzen anderen Zeug dran. Du hast ja noch das andere Ding dran. Wait, kann ich das bei euch auch machen? Eingegrenzter Bereich. Bedeutet, du musst jetzt hier jagen. Nee, warte mal, euch habe ich arbeitslos gemacht. Euch nicht. Fixer Arbeitsbereich. Jetzt bin ich gespannt. Weil die haben die ja nie gejagt. Vielleicht funktioniert jetzt mal endlich die Nahrung besser. Ach, jetzt ist das Feld wurscht. Also müssten wir jetzt auch hier Wolle auf Lager haben, oder? Oh ja. Und Flachs haben wir auf Lager. Gerste. Und hier noch Beeren, aber die sind halt gerade noch am Arbeiten. Ich krieg noch eine Family dazu und du kriegst hier mal einen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zehn Leute sind beim Transportieren, aber hier scheint ein schwimmender Tierkadaver zu verarbeiten. Ah, schau, hier geht das erste Brennholz raus. So. Ne, Feld für Feld wird hier bearbeitet. Ertrag 0 von 0. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben einiges geschafft. Wir haben die Steuern überlebt, die 90 Tagen kommen. Wir haben 112 Weizen auf Lager liegen. Und haben das erste Flachs, haben die erste oder die Gerste schon gesammelt und haben ein drittes Feld für Weizen erzeugt. Ich glaube, langsam sollten wir es überleben. Nahrung ist zwar immer noch eng, aber ich hoffe, dass ich das jetzt auch mit dem herausfinden, wie dieses blöde Ding hier funktioniert. Der Jagdding, warum auch immer der anders liegt, wie ich erwartet hätte. Nahrung geht so lange. Schon wieder. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.